Alltagstipps für Ungeduldige. Watson, jetzt! Hast du gewusst, durch heftiges Fuchteln und Stöhnen kann man die Bedienung im Restaurant dazu bringen, motivierter und schneller zu bedienen? Der Bus kommt nicht an und du wartest? Teil deinen Mitwartenden die Unmut mit Gesten, mit Aggression und auch mit Hinweisen auf den Fahrplan. Nach 1 bis 2 Minuten völlig legitim. Weisst du, Gott verdäli sich! Mit einer geschickten Kombination aus schnellem und fantasievollem Drücken auf einen nicht vorhandenen Ampelknopf kannst du die Ampel auf grün stellen. Jemand läuft langsam vor dir? Kein Problem. Durch ein höfliches Anstupsen kannst du den Betreffenden darauf aufmerksam machen, dass du gerne durch möchtest. Du willst einen Ausgang und deine Freunde oder deine Freundin sind noch nicht bereit? Geh doch auf die Tür aus. Setz ihn unter Druck mit ein paar penetranten Sprüchen. Das nützt. Also, ich gehe einfach raus. Gina, ich war schon im Ausgang. Ja, ich bin fertig. Ich gehe mal schlafen. Hure cool. Ich habe dein Bier getrunken. Kannst du dich abschminken? Der Download dauert wieder 3 Stunden. Kein Problem. Einfach die Maus nehmen und heftig auf den Schreibtisch schlagen. 5 bis 10 Mal, wenn das nicht klappt, den Vorgang wiederholen und somit den Download-Vorgang beschleunigen. Du läutest jemandem an, der nimmt nicht ab. Läut ihm 100 Mal in 1 Minute an und erwäge andere Schritte, um deinen Freund zu erreichen. Ich muss dir ein Mail schreiben. Gina, wo bist du? Gina, vielleicht FaceTime. Gina? Ich mache einen kurzen Snap. Tweet, Hashtag, wo ist Gina? Ich schreibe den Brief. Gina? Ich hasse dich. Hast du gewusst, dass man einen Stau auflösen kann, indem man heftig hupt und flucht und die anderen im Stau stehenden beleidigt? Probier's mal aus. Oh, ich glaube, dass ich du Huren hinten runtergefogelte Saumor, wieso warte ich nicht? Wenn der Lift einmal nicht genug schnell kommt, kein Problem. Einfach heftig, schnell und fantasievoll auf den Knopf drücken und damit die Fahrt vom Lift beeinflussen in seiner Geschwindigkeit. Gang zu, du Fickfotze! Entschuldigung, ich habe Platzangst übrigens. Kannst du nicht drauf tun?